Frau Kurze, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank. Danke auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu können und mir als Sprecherin nach meinen vielen tollen Vorrednerinnen und Vorrednern fällt jetzt zu, irgendwie zu schauen, ob ich noch was Neues hinzufügen kann oder eben zu gucken, wo ich die Punkte, die wirklich guten Punkte, die alle schon genannt wurden, nochmal untermalen kann. Ich habe auch eine Präsentation, die müsste Ihnen eigentlich vorliegen. Vielleicht kann die eingeblendet werden. Genau, wunderbar. Ich würde zum Eingang noch mal ein paar Worte zum DGCN, also zum Deutschen Global Compact Netzwerk und zum UN Global Compact sagen. Auf der nächsten Seite sehen Sie den UN Global Compact, der, wie gerade eben gesagt, die weltweit größte und älteste Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit ist. Auf der nächsten Folie sehen Sie die 10 Prinzipien, auf denen der UN Global Compact fußt. Ist den meisten von Ihnen wahrscheinlich ein Begriff, deswegen würde ich da jetzt gar nicht groß ins Detail gehen. Vielleicht nochmal gut zu erwähnen hier ist, dass die Prinzipien 1 und 2 letzten Endes auch so ein bisschen die Quintessenz der UN-Leitprinzipien mit aufgreifen. Genau, auf der nächsten Folie sehen Sie uns, das Deutsche Global Compact Netzwerk, muss ich auch nicht mehr erwähnen, hat Frau Dorn schon erwähnt. Wir sind mittlerweile auch recht groß mit über 500 Unternehmen und über 60 Non-Business-Unterzeichnern. Genau, und auf der nächsten Folie, und danach geht es auch in die Inhalte rein, sehen Sie nochmal, womit wir uns so beschäftigen. Das sind die Themen Wirtschaft und Menschenrechte, aber auch die anderen Themen des UN Global Compact, insbesondere Umwelt und Klima, Korruptionsprävention und die SDGs, und machen zu diesen Themenbereichen eine ganze Reihe an Lern- und Dialogformaten, insbesondere für Unternehmen, aber auch für interessierte Stakeholder. Da fällt eben auch dieser erwähnte Leitfaden mit rein, aus dem ich auch nochmal zitieren werde. Genau, zum Thema Beschwerdemechanismen. Was ich mitgebracht habe, ist eigentlich nochmal so ein bisschen die Rückbesinnung auf drei zentrale Punkte, die mir auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen immer nochmal ganz wichtig erscheinen, in Erinnerung zu rufen. Und der erste, den sehen wir auf der nächsten Folie. Wie gesagt, aufgrund der tollen Beiträge des Vormittags ist das jetzt wahrscheinlich alles nichts Neues mehr für Sie. Aber nochmal die Erinnerung, Beschwerdemechanismen sind Mittel zum Zweck. Beschwerdemechanismen, wie es hier auch hier in diesem Prinzip 22 aus den UN-Leitprinzipien steht, sind ein Weg, um Zugang zur Abhilfe zu schaffen für Betroffene. Ziel ist also nicht das bloße Abwickeln von Beschwerden um des Abwickelns von Beschwerden willen, sondern tatsächlich einen konstruktiven Beitrag zum Lösen von Problemen im Sinne der Betroffenen zu leisten. Ja, und das haben wir auch schon eingangs gehört, ist auch für Unternehmen wirklich von Vorteil, sowohl was ein besseres Risikomanagement angeht, eine bessere Informationslage, was aufkommende Themen anlegt, aber auch mit Blick auf die Vermeidung von tatsächlich durchaus langwierigen und komplizierten Konflikten. Also wirklich nochmal, Beschwerdemechanismen sind Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Deshalb auf der nächsten Folie, das hilft auch nochmal zu verstehen, warum eigentlich wir uns die ganze Zeit mit diesen 8 Effektivitätskriterien der UN-Leitprinzipien sozusagen beschäftigen, beziehungsweise warum die so zentral sind. Es gibt keine strikte Vorgabe, keinen Blueprint hinsichtlich der Ausgestaltung eines Beschwerdemechanismus in den UN-Leitprinzipien, sondern wie auch der Fall ist mit Blick auf menschenrechtliche Sorgfaltsprozesse insgesamt, geben die UN-Leitprinzipien uns Gütekriterien mit. Also was sollten wir mit Blick auf die Ausgestaltung der Prozesse, der Beschwerdeprozesse und auch des Handlings von Beschwerden, dem Beschwerdemanagement, beachten? Was sollten Unternehmen da im Blick haben, wenn sie entsprechende Prozesse selbst aufbauen? Auch das wurde alles schon erwähnt. Die Grafik hier ist genommen aus unserem Leitfaden zum Thema und würde da eigentlich auch nochmal die Punkte unterstützen, die vorhin Michael Winfuhr gemacht hat, dass gerade der Punkt auch der Zugänglichkeit natürlich ein ganz wichtiger ist. Was man jetzt auch nochmal sieht, wenn man sich diese Fülle an Gütekriterien anschaut, die irgendwie durch den Mechanismus erfüllt werden müssen und dass ein Mechanismus letzten Endes zugänglich sein muss für die ganzen verschiedenen Zielgruppen, sprich für die ganzen verschiedenen Menschen, die durch die Aktivitäten eines Unternehmens betroffen sein können, dann wird auch relativ schnell deutlich, dass es relativ schwierig ist, das alles in einen global galaktischen Mechanismus zu gießen, sondern dass wir eigentlich in der Praxis häufig eine Fülle und auch eine Parallelität von Beschwerdekanälen sehen. Und das ist auch absolut richtig und im Sinne der UN-Leitprinzipien, dass wirklich geschaut wird, was ist in der jeweiligen Situation angemessen, um diese Zwei-Wege-Kommunikation auch sicherstellen zu können.
Genau, diese Kanäle, was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist zu betonen, das klang auch bei meinen Vorrednerinnen und Rednern schon an. Beschwerdemechanismus klingt immer erstmal sehr formal, muss es aber nicht unbedingt sein. Also es gibt da wirklich auch ein Spektrum was die Formalisierung des Prozesses angeht. Ja, das kann dann reichen von am einen Ende des Spektrums, was wir jetzt beispielsweise im Input von Adidas gesehen haben, hinsichtlich deren Third-Party-Complaints-Mechanism, wo es einen ganz klaren Verfahrensstandard gibt mit sehr, sehr vielen Informationen zu den einzelnen Schritten und wie eine Beschwerde eingereicht werden kann. Was aber durchaus auch ein Beschwerdekanal darstellen kann, sind beispielsweise, was man im Bergbausektor häufig sieht, einfach regelmäßige Community-Liaison-Treffen und ein entsprechendes Beziehungsmanagement, über das dann eben auch Beschwerden mitgeteilt werden können. Genau. Auf der nächsten Folie. Auch hier wiederum nichts Neues, sondern auch nochmal wieder ein Unterstreichen eines Punktes, der vorhin schon gemacht wurde, das Zusammenspiel verschiedener Ebenen im Blick haben. Und ich glaube, es wurde schon hinreichend dargelegt, warum es wichtig ist, auch Beschwerdemanagement, Beschwerdemechanismen auf lokaler Ebene zu denken, möglichst nah an den Betroffenen dran. Und was aber hier diese Grafik, das ist aus einer Veröffentlichung der Ethical Trading Initiative, nochmal versucht aufzudröseln, ist, diese verschiedenen Ebenen in Beziehung zu setzen. Ja, denn unternehmensbasierte Beschwerdemechanismen für Menschenrechte können zum einen natürlich auf Basis sagen wir, eines deutschen Unternehmens mit internationalen Lieferketten bestehen. Es gibt die Beschwerdemechanismen, die übergeordneten, unternehmensübergreifenden Beschwerdemechanismen auf Basis der Multi-Stakeholder-Initiativen oder teilweise auch Standards. Sie sehen sie hier ganz rechts auf der Grafik. Aber natürlich gibt es auch die Beschwerdemechanismen oder das Beschwerdemanagement vor Ort in den Fabriken. Und gleichermaßen lässt sich diese Grafik natürlich auch übertragen auf. Wir reden jetzt hier viel über Lieferketten, aber auf Dienstleistungsketten, auf Projekte, auf Investitionen, auf Niederlassungen letzten Endes auch. Ja? Und was, glaube ich, ganz wichtig ist und was diese Grafik ganz schön zum Ausdruck bringt, ist, dass es eben nicht um ein Entweder-Oder geht, sondern wirklich um ein Sowohl- als auch. Und dass man sich fragt, was können auch die Initiativen, die Mechanismen, die sozusagen auf internationaler Ebene angesiedelt sind, also nicht direkt lokal vor Ort, was ist deren Rolle und Funktion mit Blick auf das Management der Beschwerden, die an weiter vorgelagerter Stelle aufkommen. Und das wurde auch eingangs nochmal betont, dass die letzten Endes Backup-Mechanismen sind. Ja, dass man eben schaut, wie kann man vor Ort das Beschwerdemanagement unterstützen, aber was kann man auch an Wegen und Kanälen bereitstellen, sollte das Beschwerdemanagement vor Ort nicht funktionieren, nicht vorhanden sein oder vielleicht auch nicht vertrauenswürdig sein. Also aus welchen Gründen auch immer es vor Ort nicht funktioniert, dann sozusagen eine Backup-Option bereitzustellen. Und wir haben für diese drei Ebenen heute auch schon Beispiele gehört. Also das ganz links auf sozusagen Ebene der Lieferanten, da fällt die ganze Arbeit von Adidas im Bereich des Factory Grievance Management mit rein. Und ich glaube, gerade bei Input von Bill Anderson wurde auch ganz schön deutlich, wie das dann wiederum zusammenspielt mit dem Third-Party-Complaints-Mechanism, der sozusagen die mittlere Achse hier auf dieser Grafik ist, und wiederum dem Beschwerdemechanismus der FLA, der ganz rechts ist. Genau. Was eben auch nicht zu vernachlässigen ist, sind diese Pfeile, die dann wiederum nach unten zeigen. Ne? Also dass man auch schaut, wie kann man in diese Richtung unterstützen. Auf der nächsten Folie, und das ist jetzt ein Tour de force, aber ich wollte für diese Folie mir gerne noch ein paar Minuten Zeit nehmen und ein paar zentrale Fragen nochmal auffassen und auch mit Blick auf die Diskussion in den Workshops vielleicht ein paar Impulse und Ideen mitgeben, was die Beantwortung dieser Fragen angeht. Genau, zum einen Zugänglichkeit, ganz wichtiges Thema, klang schon diverse Male an. Wie können Unternehmen das überhaupt sicherstellen? Ne? Wie fängt man da überhaupt an? Also ein ganz wichtiger erster Schritt, und das ist auch was wir in diesem Leitfaden, der da oben rechts verlinkt ist, einmal durchspielen, ist zu gucken, wer sind denn eigentlich meine Zielgruppen? Wer sind denn eigentlich die Personen, die betroffen sind, möglicherweise von meinem Unternehmen oder von den Aktivitäten meiner Geschäftspartner? Was sind denn typische Beschwerdethemen, mit denen wir rechnen können, dass die aufkommen? Und aber auch,
Was für Zugangshindernisse gibt es da vielleicht? Gibt es geografische Hindernisse? Ja, halt reden wir zum Beispiel über Auswirkungen, die in einer sehr entlegenen Region stattfinden. Und wie können wir sicherstellen, dass auch für diese Personen es einen Zugang gibt zu einem Beschwerdekanal, auf welcher Ebene dann auch immer. Genau, und da sind wir beim Thema der verschiedenen Ebenen. Ich denke, heute konzentrieren wir uns ja recht stark eben auf, ne, das, was können deutsche Unternehmen an Beschwerdekanälen bereitstellen, was für Möglichkeiten und Spielräume gibt es für unternehmensübergreifende Beschwerdemechanismen. Ich würde da aber auch nochmal wirklich den Punkt unterstützen wollen, dass zusätzlich dazu man auch nochmal Möglichkeiten hat, als Unternehmen das lokale Beschwerdemanagement zu stärken. Ja, was auch wiederum letzten Endes eine Lieferkette stabilisieren und stärken kann und Projekte stabilisieren und stärken kann. Also dass man da auch schaut, gibt es eine Möglichkeit, Erwartungen hinsichtlich des Betreibens von Beschwerdemechanismen durch Geschäftspartner, durch Lieferanten zu formulieren und die Umsetzung dann auch zu überprüfen und vielleicht auch zu schauen, wie man dabei helfen kann, dort vor Ort Kapazitäten aufzubauen. Also auch nochmal verdeutlichen, worum es bei dem Thema eigentlich geht und was man sich unter gutem Beschwerdemanagement vorstellt, was auch die Vorteile sind für die jeweiligen Produktionsstätten, Dienstleister etc. Zeit und Ressourcen ist natürlich ein Riesenthema. Auch hier, ich glaube, das ist ein Punkt, um den es heute oder um den es in den Workshops mit Sicherheit auch nochmal viel gehen wird. Natürlich ist sowas aufwendig und in einigen, also gerade auch in der Präsentation von Adi, das klang ja auch mal das Wort Monate durch mit Blick auf einige Beschwerden, die dann in diesem Third-Party-Mechanism landen. Also da wirklich auch zu schauen, wie kann man Ressourcen zusammenführen und sich mit anderen zusammentun, um hier irgendwie einfach ressourceneffizient einzusetzen. Was man auch immer nochmal schauen kann, ist, wie man risikobasiert vorgehen kann. Ne? Also man hat nur bestimmte Ressourcen zur Verfügung. Wo setzt man diese am besten ein? In der Regel dort, wo auch das Risiko der Menschen oder das menschenrechtliche Risiko am größten ist. Genau, ganz wichtig, ich habe es mehrfach betont, dass es nicht um entweder oder geht, sondern um ein sowohl als auch und dass man letzten Endes häufig auch einen Strauß an oder ein verschiedenes Ensemble an Beschwerdekanälen hat, was auch wichtig ist. Aber natürlich, und das klang gerade auch nochmal an in der im Input von Anneke Bremer, ist das natürlich auch wieder die Wichtigkeit, da die Koordinierung und Effektivität sicherzustellen. Dass auch ein Unternehmen weiß, an welchen verschiedenen Stellen kommen denn möglicherweise Beschwerden rein. Also ich hatte meinen einen Fall, wo es einen Workshop gab im Unternehmen, eben dann zu dem Thema menschenrechtliche Beschwerdekanäle mappen. Und dann kam heraus, dass das Büro des CEO regelmäßig Briefe erhält, die durchaus auch Themen betrafen wie Diskriminierung oder andere menschenrechtsverwandte oder menschenrechtsbezogene Themen. Also auch das nur eine kleine Anekdote, aber ein Beispiel eben dafür, dass man wirklich sicherstellt, dass man die verschiedenen Kanäle auf dem Schirm hat und dass es eine Art von koordinierender Stelle gibt, in der die verschiedenen Stränge zusammenlaufen. Denn auch das wiederum für Unternehmen natürlich eine echt wichtige Informationsquelle, was menschenrechtliche Risiken angeht. Vorletzter Punkt, Wirksamkeit messen. Ganz wichtig, da haben wir vorhin gehört von Frau Göbel, die Anzahl der Beschwerden ist ein schwieriger Indikator, denn eigentlich will man ja viele haben, beziehungsweise zeugt es vielleicht zunächst, zumindest anfänglich, von der Effektivität eines und von der Zugänglichkeit eines Beschwerdemechanismus, wenn denn auch die Beschwerden eintreffen. Sprich, wenn man einen Mechanismus hat, aber man hört nie was, ist es vielleicht auch schwierig. Wirklich interessante Inputs da, aber auch nochmal in dem Beitrag von Adidas hinsichtlich der Zufriedenheit der Beschwerdeführer mit dem Ergebnis des Beschwerdefalls. Und das bringt mich zum letzten Punkt, der ist unten als Pfeil einmal quer durch die Bank, extrem wichtig, Stakeholder und betroffene Gruppen beziehungsweise deren Stellvertreter auch in diesen Prozessen, sowohl insbesondere in der Gestaltung, auch im späteren Management zu beteiligen. Nur so
hat man letzten Endes ein wirklich gutes Verständnis und ein belastbares Verständnis der Zugangsbarrieren, aber auch der möglichen Beschwerdethemen, der Erwartungen letzten Endes auch der Stakeholder. Auch das ist ein Punkt, Predictability klang diverse Male an, der natürlich wichtig ist, was das Erwartungsmanagement angeht und auch das Vertrauen in so einem Prozess. So, ich glaube, jetzt habe ich meine 15 Minuten sehr schnell vollgeredet. Ich hoffe, das war nicht zu viel des Guten, sondern hat hoffentlich noch ein paar Impulse mitgegeben. In der Slide war noch ein letzter Terminhinweis. Können wir vielleicht nochmal einblenden, ansonsten können wir aber die Folien sehr gerne auch im Nachhinein versenden. Wir machen am 8. Oktober ein Webinar, genau zum Thema Beschwerdemechanismen, wo Sie alle auch ganz herzlich eingeladen sind, sich dazu zu wählen. Und auch ansonsten gerne, wenn nochmal Rückfragen kommen, meine Kontaktdaten sind auch am Ende der Präsentation noch mit drin. Ganz herzlichen Dank, Frau Kurze. Das war ein sehr spannender Einblick für uns. Vielen Dank, dass Sie uns nochmal an die Hand genommen haben und uns auch durch diesen Leitfaden nochmal geführt haben. Ich kann diesen Leitfaden wirklich allen sehr ans Herz legen. Allein die Effektivitätskriterien sind dort super nochmal auseinandergepflückt und erklärt. Und wir haben ja jetzt auch gerade von Frau Kurze nochmal ein paar wichtige Tipps bekommen, was zu beachten ist beim Aufbau von Beschwerdemechanismen.